Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars mit mir, dem Torben. Und ja, das Ganze ist heute alleine, weil, ja, also Tobi und Flo werden sich, wenn sie das sehen, hier auch fragen: Ey Torben, warum bist du alleine? Wir haben über 10 Folgen hintereinander aufgenommen. Und dann kann ich sagen: Ja, das Coole ist, Fraps hat meine Tonspur mit aufgenommen. Und wenn Fraps meine Tonspur aufnimmt, weil da kann ich das Rauschen ja nicht mehr rausmachen, dann hört sich das schlimm an, sagen wir es mal so. Die Tonspur, die ich jetzt hier aufnehme, ist mit Audacity und Fraps nimmt gar nicht, also nimmt nur den Ingame-Sound auf. Und dann kann ich die im Nachhinein noch nachbearbeiten, Rauschen wegmachen komplett, ein bisschen ausgeglichener, ein bisschen mehr Bass oder so halt, kann ich alles ja machen. Problem war da halt, Fraps hat meine Stimme mit aufgenommen und Tobi und Floris natürlich auch, plus den Ingame-Sound, weil Tobi und Floris Stimme kommt ja über den PC und der nimmt dann halt einfach den Windows-Sound auf. Also kommt jetzt nicht über den PC, aber kommt halt über Windows. Und meine Stimme wird dann ja einfach in diese Spur auch noch reingepackt. Und ja, die hat dann halt ein bisschen gerauscht und hat sich einfach ein bisschen Schitter angehört und da dachte ich mir, komm, einfach jetzt, ne? Kannst du jetzt nicht hochladen, nimmst du lieber eine Folge alleine auf. Und deswegen mache ich das jetzt. Es tut mir leid an alle, die sich auf eine schöne Folge mit Tobi und Flo gefreut haben. Wir hatten so viele coole Folgen. Wir haben einfach so gerockt, die ganze Scheiße. Ja, tut mir leid. Aber die nächste Folge wird wieder mit Tobi und Flo. Höchstwahrscheinlich. Sei denn, es kommt irgendwas dazwischen. Aber das denke ich nicht. Moment. Stats. Ja, wenn man Stats schreiben könnte. Marcel Igel. Wow. Krasser Typ. Scheiße. Wir haben einfach einen mit einem Kill und 22 Toten. Ist der dumm, der Typ? Bin jetzt hier zum ersten Mal. Könnte mir wer viel. Alter. Alter, ernsthaft jetzt? In was für einem Team bin ich gelandet? Haben die schon mal Bed Wars gespielt? Ich hoffe doch. Ohne Witz. Ich bin hier zum ersten Mal. Kann mir wer viel Gold bringen? Ich habe einen Kill und 22 Tode. Er baut sich einfach. Alter, ohne Witz. Hä? Was ist denn los mit dieser Welt? Hier baut man jetzt eigentlich eine Treppe, damit man hier oben ist, mein lieber Blauer. Ist immer eine ganz kluge Sache, die man da machen kann. Muss oft good luck, Marcel. Hä, was ist denn los mit denen allen, ey? So, die Frage ist. We rock. Ach, egal. Komm. Ach, hier spawnt das Gold ja unten. Oh, das tut mir leid. Hier, kauft ihr was. So. Ich halte ein bisschen die Mitte oder so. Mal gut. Ich meine, habe ich gesagt, er ist dumm. Ja gut, das habe ich. Ja, und Dummheit bestraft das Leben, ne? Heißt es nicht so? Irgendein Sprichwort heißt doch so, das weiß ich doch, Leute. Ihr könnt mich doch nicht immer. Ihr könnt mich doch nicht immer reinlegen. So, jetzt ist Tom out of range, wenn die keinen Bogen haben. Nein, nein, haben sie nicht. Wozu auch, ne? Stellt sich dann natürlich manchmal die Frage. Den Block kriegst du nicht, Kollege. So, jetzt kommt der gekonnte Sprung hier drauf. Ich weiß jetzt nämlich den Weg hier runter, dann hier hin. Und dann wird das Ganze abgebaut. So, easy. Ey Leute, ihr müsst auf unser Bett aufpassen, das ist das Wichtigste. Das kriege ich alleine. Das ist nicht die Schwierigkeit. Lol, der hatte richtig geleckt hier bei mir. Und da ist er auch down. Sehr gut, den haben wir mitgerissen. Schön. Alter, wir haben einfach hier einen Weg hin. Oha. Wollt ihr mich verarschen, so ein bisschen? Oder haben wir jetzt ein paar viele Spitzhacken, ne? Aber. Ja gut, besser mehr als
Zu wenig, ne? So. Scheiß Weg, ey. Wir brauchten da einen Weg hin. So dumm sind echt nur manche Leute aus meinem Team gerade anscheinend. Okay, weiter. Der ist gerade mit Bogen gestorben, kann das? Weißt du, ich habe das Bett locker gekriegt und er macht dann so Bullshit und geht mit Bogen drauf. Was? Ey. Und jetzt hat er das Spiel verlassen. Echt, ohne Witz, was ist mit den Leuten, die Bedwars spielen heutzutage eigentlich los? Aua, box mich doch bitte nicht. Bitte nicht boxen. Aua. Er hat mich tatsächlich geboxt. Das ist eine Frechheit. Das ist eine unverschämte Frechheit. Außerdem sind Bedwars bei mir immer die Spieler am Anfang unsichtbar. Zum Beispiel er hier. Dem ich die ganze Bronze gerade abgreife. So. Bitte braucht 4 Gold. Ja, ohne Witz, geh in die Mitte. Da ist 4 Gold. Wir brauchen alle 4 Gold, Spast, ey. Und dieser unsichtbare, hässliche Typ soll man hier weggehen. Ich weiß gar nicht, wo der steht. Richtig, das braucht jeder. Ach, fuck, ich krieg das ganze Gold. Ah, okay, Leute. Mir geht's gut. Wirklich. So. Gone, Torben. Team Rot hat 5 Spieler. Das ist nicht nett, ne? Team Grün holt sich gerade aber dickes Gold und ist mit 3 Spielern in der Mitte. Das heißt, es wäre jetzt auch eine ganz gute Gelegenheit, eventuell mal das Bett von denen zu catchen. Dann kann man ja mal ein bisschen rumprobieren. Weil die mit 3 Spielern in der Mitte sind. Oh, hi! Fuck, das ist jetzt uncool. Autsch! Nee, nicht boxen, bitte. Bitte nicht boxen. Oh fuck, jetzt holt er sich wahrscheinlich einen Bogen, ne? Ja. Das ist klar. Da bin ich mit einem Schuss tot. Ich stelle mich schon drauf ein. Zack. Ach, Bullshit. Bullshit, Leute. Bullshit. Irgendwie habe ich das... Ach, mach. Ich bin so behindert. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird Zeit für die Torben-Taktik, die auf dieser Map auch eine ziemlich coole Position hat, wo sie zum Einsatz kommt, tatsächlich. Man muss nämlich den hier machen, dann hier reinspringen. So, dann hier hoch. Ach, viel mehr Bullshit. Grün ist doch auf der anderen Seite. Torben, was? Oh. Ach, nee. Da kommt ein Roter, aufpassen. Okay, mein Team kriegt es eh nicht hin. Ich muss zurück. Ich muss mal helfen. Es ist auch schon wieder typisch. Er ist überfordert, ne? Er baut sich hoch. Er baut sich hoch. Ich hab keine Ahnung, was dieser Bullshit jetzt soll. Und warum... Ey, bitte, bitte nicht auf... Mann, ich hab auch noch nicht mal getroffen. Frustrierend, du. Ja gut, jetzt hat er sich da 10 Kilometer in die Luft gebaut. Und wenn er da runterspringen sollte, würde er sterben. Kann man natürlich machen. Es sei denn, er springt da oben in den Teil. Ja, eine ganz kluge Sache wäre. Aber irgendwie traue ich ihm das nicht so richtig zu. Okay, bauen wir uns mal hier unten durch. Grün ist natürlich over-equipped. Boah, ein neues Wort von mir, over-equipped. Over-equipped sind Leute, die gut equipped sind. So, ich hoffe, wir konnten uns hinter ihm hier lang sneaken. Okay, er geht die Leiter hoch. Darf er uns natürlich nicht sehen. Die kleine Nudel. So, er ist genau hier. Da ist er. Da, jetzt geht er leider runter. Oh, hi, er sieht mich. Ist natürlich uncool. Aber jetzt kann man den Typen hier boxen. Bam! Ein Eisenschwert-Typ hier down. 1, 2, 3, 4. Oh mein Gott, Leute, das war eine gute Attacke von mir. Der hatte wahrscheinlich ziemlich gutes Equip, also zumindest hat er Eisenschwert und Bogen. Und die besitzt er nach meinen Berechnungen nun nicht mehr. Blau ist Abstauber. Oh, oh, Mama. So, dann mach ich die ausrasten, ne? Heul doch. So.
Also der war jetzt heftig, ne Leute? Moment. Ich sehe den nicht, okay. Da ist doch einer, Leute! Box den! Da, box den! Ich habe viel Gold, sehr schön. Ich darf nicht sterben. Wenn ich sterbe, dann wäre ich ausgerüstet, ey. So. Schön. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Bogen. Könnte ja unter Umständen ganz sinnvoll sein. Hi. Okay, down. Vielleicht aus der Mitte, Kollege. Irgendwann hättest du vielleicht doch mal drauf kommen sollen, hm? Och man, ey, diese Leute, ohne Witz, was spiele ich hier für... Was spiele ich hier in einem Team? In was für einem Team spielen? Okay, Leute, vergesst es. Vergisst es vor allem, ne? Vergesst es. Ich wollte eigentlich sagen, in was für einem Team spiele ich hier? Und was für ein OP-Team hat Grün, bitte? Fickt euch. Im Boss. Echt den Wille habt zu kämpfen. Weil ich all die Blicke sehe, der Menschen doch entwickelt, was sie denn. Okay, wer kennt das Lied? Von wem ist es? Schreibt's in die Kommentare. Er denkt sich jetzt, er ist cool. Guck mal, ich will sie jetzt. Ich habe das schon alles im Blick. Und zack! Zack! Er checkt gar nichts. Aber jetzt merkt er, dass er kassiert. Ah, fuck. So. Aua! Och nein, dieser Typ! Dieser Typ! Klappe, Alter. Ja, ich hab Hex. Und ciao. Isay! Das war jetzt echt nicht das Problem. Einmal stirbt irgendwie andauernd. Gut, kann man mal machen. Das Problem ist, dass wir jetzt keinen Bogen mehr haben und Grün alles hat. So gefühlt. Das Bett von... Oh, er kann sich einen Bogen gönnen. Sehr gut. Sehr gut. Und ich werde jetzt mein Glück versuchen, das Einzige zu tun, wie ich die Grünen hier besiegen kann. Nein, ich kann doch jetzt zu Grün. Ja, komm, Roter, wir beide machen das jetzt, okay? Sehr gut. Du bist gut. Renn um dein Leben. Renn um dein Leben. Ich schnetze die, du baust. Ja, geh den Weg lang. Perfekt. Ich komm nach. Dann halt ich. Oh, sehr schön, ey. Das war gut. Okay, der ist down. Und tschüss. Jetzt müssen wir nur... Oh, sehr schön, wir haben blau in der Mitte. Oh, perfekt, Leute. Okay, das war jetzt die entscheidende Wendung. Ohne Witz. Danke Team Grün, dass ihr komplett auf Team Rot gegangen seid. Weil es jetzt natürlich nicht solche Bad War Skills sind. Hi, okay, er steht da dumm rum. Passt einfach auf, da ist keiner. Lass mich doch mal hier irgendwie raus, danke. So, wie machen wir das jetzt am besten? Hm? Grüner, zwei von euch kleinen Schnuggis leben noch. Einer schießt von irgendwo. Ah, er trifft auch. So, wir machen den, Leute. Ist gar kein Problem. Und tschüss.
Und tschüss. Er hat sich runtergebaut. Ach, das sind Typen, ey. Okay, wir haben hier ein bisschen Gold. Ne, ein bisschen viel sogar. Ist der ein oder andere Bogen drin, nämlich genau zwei. So, und die Frage ist, was machen wir jetzt? Nur noch der gute Swiss Miner lebt. Swiss Miner 97 natürlich. Und er schießt anscheinend doch. Ne, das waren meine Typen. Ja gut. Ja gut, Leute. Ich meine, mir soll es nichts ausmachen. Ne, ich hab meine Arbeit geleistet. Zwei Betten kaputt gemacht. Müssen doch zwei gewesen sein, oder? Lass mich mal kurz nachdenken. Das habe ich doch auch kaputt gemacht, oder? Ja, sicher habe ich das kaputt gemacht. Hier habe ich mir lang gebaut. Stimmt. Ja, zwei Betten kaputt gemacht und auch noch ein paar gekillt, aber waren wenig insgesamt. So, da ist es auch schon vorbei. Ist egal, ich habe drei gekillt, nur macht nichts, Hauptsache gewonnen. Und ja, die Runde kommt als kleine Entschädigung. Also ich muss jetzt eben was aufnehmen, weil ich eben leider die Folgen ohne Ton hätte sonst. Und das wäre nicht cool. Also Leute, in 9 Tagen ist schon Weihnachten. Ich hoffe, ihr macht euch bis dahin noch eine schöne Adventszeit. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Tobis Adventskalender oder morgen schon Floris, ich weiß es gar nicht. Und sonst sehen wir uns in 2 Tagen wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Bed Wars. Oder halt übermorgen, wenn Tobi wieder Ender Games spielt. Oder halt immer, ne? Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.